Hi, ich bin Fredi und ihr kennt mich bestimmt von den Instagram-Takeovern von Male. Ja, ich sitze hier in einem BMW i3S und das Ganze auch noch mitten in Slowenien. Was machen wir hier? Wir sind auf Eco-Rally. Und ich würde sagen, ich nehme euch das ganze Wochenende mit. Wir vloggen ein bisschen. Ich zeige euch das Event. Ich würde sagen, wir haben ganz viel Spaß zusammen. Wir sind jetzt gerade im Werk von Male, schauen uns gleich die Produktionsstätte an und warten gerade noch drauf, dass wir Schuhe bekommen und gut ausgestattet werden. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Wir haben jetzt gerade schon unsere Sicherheitskleidung bekommen. Ihr seht schon, hier so eine Brille, eine fancy Weste und am besten die Schuhe. Guckt euch bitte mal die Schuhe an und passend Male-Socken. Also ich bin bereit. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Elektromobilität ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben uns jetzt gerade in der Produktionshalle schon angeschaut, wie die Starter für die Autos hergestellt werden. Und es ist echt richtig cool, mal einen Einblick zu erhalten, was dann später auch wirklich in den Autos landet. Also es ist schon sehr cool und sehr spannend, den Menschen dann auch mal über die Schulter zu blicken und hautnah dabei zu sein. Zurück aus dem Malewerk und ich stehe hier neben unserem Biest. Das Biest ist bereit und hat die letzten Checks gerade bekommen. Der Reifendruck wurde nochmal überprüft. Ja, wir sind bereit, wir haben uns gestärkt. Ich würde sagen, jetzt geht es dann langsam auch schon in die Endphase und dann starten wir. Herr Frau Hofmann, wie steht es um Ihre Anspannung in dem jetzigen Moment, kurz vor Start? Shaky. Nein, also ich bin schon ein bisschen angespannt, natürlich, weil ich vor allem, also ich übernehme jetzt zuerst die Navigation und ich muss mal gucken, ob ich es so hinkriege. Es sieht relativ kompliziert aus, aber wir gucken mal, ob wir überhaupt ins Ziel kommen. Drückt uns die Daumen. Frau Wendel, wie fühlen Sie sich? Ich bin so nervös. Kurz vorm Start. Fürchterlich. Wir haben schon die Ideallinie gecheckt, Reifendruck passt. Natürlich. Auto ist aufgeladen, hervorragend. Wir haben Einparken geübt. Wir haben gelernt, was eine Gleichmäßigkeitsprüfung ist. Schön etwa, ja. Sehr gut. Logbuch die einzigen deutschen Starter ja. In den Schuhen von Michael Schumacher, Daniel Abt. Ja, wir spüren die Last auf unseren Schultern, aber. Ja, einfach nicht den Vettel machen. Alles klar. So, wir haben jetzt gerade unsere erste Etappe hinter uns gebracht. Wir müssten tatsächlich in der Zeit gewesen sein. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher. Ist alles ein bisschen verwirrend und die Straßen sind ein bisschen holprig, aber ich glaube, es könnte ganz gut aussehen.
So, ich glaube, ihr seht es mir schon ein wenig an. Ich sehe ziemlich fertig und erschöpft aus. Habe mich auch schon umgezogen, weil wir doch ziemlich geschwitzt haben auf der Bergetappe. Ja, wir haben den ersten Tag erfolgreich hinter uns gebracht. Also mehr oder weniger. P17 von 25 ist, glaube ich, ganz okay für die erste Rallye, die wir hinter uns gebracht haben. Ja, wir freuen uns jetzt auf alle Fälle auf morgen. Bereiten uns schon mal ein bisschen vor, was die Strecke angeht und das ganze Streckenlayout. Und dann schauen wir mal, ob es uns morgen ein bisschen weiter nach vorne spürt. Macht's gut. Guten Morgen aus dem Fahrerlager. Ja, ihr seht, die Augen sind noch ein bisschen klein, aber Tag 2 ist jetzt mittlerweile schon angebrochen. Ja, was steht heute auf dem Plan? Der erste Stint sind knapp 90 Kilometer müssten es sein. Danach werde ich übernehmen. Wir machen einen kurzen Zwischenstopp bei der Höhle. Die ist super bekannt anscheinend. Die muss richtig krass und groß sein. Dann fahre ich und dann machen wir einen kurzen Zwischenstopp bei den Ferrari Gardens. Die müssen auch architektonisch super schön sein und auch in die Landschaft sich super schön einfügen. Ja, und dann schauen wir mal, ob uns die Power wirklich reicht, denn wir müssen auch bei der Höhle schon rechargen. Also mal gucken, ob wir das so alles hinkriegen. So, wir haben jetzt den ersten relativ anstrengenden Streckenabschnitt vom heutigen zweiten Tag schon hinter uns. War sehr bergig, sehr kurvig und ging ein bisschen auf den Magen, um ehrlich zu sein. Und jetzt haben wir unseren ersten Stopp eingelegt. Das ist bei einer wahnsinnig bekannten Höhle. Und gucken wir mal, wie das ist. Wir müssen mit so einem kleinen Zug da durchfahren und vielleicht können wir euch ja mitnehmen. So, wir haben die Rallye tatsächlich beendet. Das Ergebnis ist, würde ich sagen, ausbaufähig, aber wir haben auf alle Fälle eine Menge gelernt über E-Mobilität. Wie fährt man am effizientesten, wie fährt man gut und auf Zeit, und man muss auf so vieles achten. Das ist echt gar nicht so einfach, aber ich denke, wir haben gut gelernt fürs nächste Jahr und da gehen wir dann wieder an den Start. Ja, und wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann bleibt auf alle Fälle dran und dann machen wir das ganz bald ganz gerne wieder.